The Delic Entertainment. Nexus Game Studios. Randall's Monday. Und damit, hallo, meine lieben Freunde. Was geht? Willkommen zu einem neuen Let's Play Projekt. Wir spielen Randall's Monday. Ich hatte vorhin schon 2 Stunden aufgenommen. Ihr habt ja ein Save. 17.05 Uhr. Das war, nachdem ich dann die 3. Stunde aufgenommen habe. Der Save. Ich hatte das in 2 Etappen aufgenommen, weil ich zwischendurch einmal weg musste. Und das Problem ist, die erste Aufnahme, die 2 Stunden ging, ist nicht mehr vorhanden. Also sie ist vorhanden, aber sie geht nicht. Sie ist nicht korrekt gespeichert worden. Und deswegen muss ich jetzt das ganze Spiel nochmal von vorne bis zu einer bestimmten Stelle spielen. Und ja, kurz zum Verständnis. Das heißt, ich habe den Anfang noch im Kopf. Ich weiß noch, was am Anfang alles passiert. Ich weiß noch, was da abgeht. Und so weiter. Und das, was ihr dann im Anschluss sehen werdet, beziehungsweise jetzt nach den, weiß nicht, wie viele Parts es sein werden, ab der bestimmten Stelle halt, das ist so gesehen älter als das, was ich hier jetzt gerade aufnehme. Ich hoffe, ich mache alles so, wie ich es vorher auch getan habe. Und wir starten einfach das neue Spiel, weil ich habe keinen Bock, die Stunde dann nochmal aufzunehmen. Das, was ich aufgenommen hatte. Durch eine andere Dimension. Eine Dimension, die nicht nur von Freaks und Geeks, sondern auch von einem Zwerg namens Carlos bewohnt wird. Es ist eine Reise zum Gummibärchenhaus in der Lollipopstraße, wo die Grenzen nur durch die eigene geistige Gesundheit gesetzt werden. Dort vorn ist ein Schild, auf dem steht: Begleiche deine Schulden oder du kannst deinen Beinen auf Wiedersehen sagen. Oh. Das Ding ist, dadurch, dass ich weiß, was relevant ist und was nicht, wird das hier alles, der Anfang, relativ schnell vonstatten gehen. Für jeden von uns von allem etwas. Ein paar nette Überraschungen, tragische Verluste, neue Freunde, Verrat. Wünschen wir uns nicht alle, wir könnten noch einmal zurückgehen, um alte Fehler, die wir gemacht haben, auszubügeln. Aber was, wenn der Mann, der diese Chance bekommt, ein soziopathischer, kleptomanischer, nichtsnutziger Vollidiot ist? Ich sag gleich was. Alter, mal echt. Er kommt nie aus seinem Zimmer. Ich habe ihn die letzten 6 Monate nicht gesehen. Ich weiß nicht mal mehr, wie sein Gesicht aussieht. Ha, er kommt nicht mal raus, wenn er aufs Klo muss? Nein, ich schätze, dafür sind die ganzen Heimer. Ich wette, er ist tot. Nee, er kommuniziert immer noch über Grunzlaute. Grunzlaute? Randall, bitte sag mir, du redest nicht von unserem Hochzeitsgeschenk. Ganz locker, Liebling. Wir reden von seinem Mitbewohner. Yep. Außerdem, so wie es aussieht, könnte mein Geschenk gar nicht grunzen. Die moderne Wissenschaft ist immer noch weit davon entfernt, ein rappendes Schwein zu züchten. Also muss ich mir leider was anderes einfallen lassen, Matt. Entspann dich, Alter. Der Gedanke zählt. Jungs, ich will einfach keine Szene auf meiner Hochzeit. Ist das echt zu viel verlangt? Szene? Was meinst du mit Szene? Das weißt du ganz genau. Wir sind lange genug befreundet. Ich habe eine sehr gute Vorstellung davon, was du für eine unvergessliche Erfahrung hältst. Ja, okay, Leute. So, was ich sagen wollte ist, dass ich bestimmte Aktionen nicht machen werde. Beziehungsweise nicht alles anklicken werde vielleicht, weil es halt irrelevant ist. Ich erinnere mich noch an ein paar gute Details, keine Ahnung, wie ich das nennen soll. Dialoge etc. werde ich trotzdem alles so normal anlassen, natürlich, für euch. Und ja. Redest du von der Sache, als ich versucht habe, Freddie Mercurys besoffenen Geist zu beschwören? Ha, ja, das würde ich als unvergesslich beschreiben. Das war's, und ich würde lügen, wenn ich sage, das wäre nicht lustig gewesen. Aber eins sage ich euch, sowas will ich nicht auf meiner Hochzeit. Das wird der wichtigste Tag meines Lebens und ich will nicht, dass ihr ihn ruiniert. Naja, deine Sache. Aber jeder weiß, dass Matt echt romantisch sein kann, wenn er will. Jeder. Wie ist das dann bitte an mir vorbeigegangen? Ach komm, Sally. Ich sag dir fast jeden Tag, wie sehr ich dich liebe. Ich bin super romantisch. Ja, klar.
weiß jetzt gar nicht, was romantischer ist, wenn du es rülpst oder mir einen Binärcode sagst. Nein, er meint sicher, wenn er es in Binär rülpst. Matt gibt in der Hinsicht immer alles. Merkst du daran, dass er fast erstickt, wenn er das macht? Ah ja, übrigens. Wohin geht's denn in die Flitterwochen? Also ich finde ja Italien so richtig romantisch. Der Big Ben, der Eiffelturm, das Pantheon. Oh, es wäre so schön da. Boah, Sally, ich hab dir doch schon gesagt, das ganze Zeug ist in Deutschland. Außerdem ist Libyen immer noch meine erste Wahl. Ich würde sterben, um die Pyramiden zu sehen. Was trinken wir hier nochmal? Irgendeine Art Bier, glaube ich. Ja, irgendwie sowas. Ich vermisse die Grog-Ära. Das waren noch Zeiten. Kein Scheiß. Und? Zieht ihr zwei dann in Mats Wohnung? Ja. Genau, das war der Plan. Aber ich sehe mich schon nach einer neuen Bleibe um. Was? Du willst ausziehen? Ach komm schon, meine Ma hat uns gerade den Herdomatic 9000 besorgt. Das verstehe ich jetzt echt nicht. Ich verschwinde mal eben. Bringst du uns noch zwei Bier auf dem Rückweg mit, Schatz? Noch mehr Alkohol? Damit du noch heißer aussiehst. Versprich mir einfach, dass du dieses Mal nicht kotzt. Hey, komm schon. Wie soll er das versprechen? Sally, wir werden heiraten. Du musst mir einfach vertrauen. Davon abgesehen, ich halte nichts mehr vom Kotzen. Fühlt sich irgendwie nach Abzocke an, weißt du? Ich meine, das, was da aus mir rauskommt, habe ich schließlich bezahlt. Okay, es ist einfach... Also ich dachte, wir machen zur Feier des Tages etwas Romantischeres. Weißt du, was echt romantisch wäre? Lass mich raten. Die nächste Runde? Sally, wieso kennst du mich nur so gut? Gute Frage. Alter, sieh dir das mal an. Das ist der Ring, den ich für Sally besorgt habe. Was hältst du davon? Sieht auf jeden Fall teuer aus. Naja, ist ja deine Kohle. Das ist das Beste dran. Hat mich nur ein Dorito gekostet. Bullshit, Matt. Wenn du den geklaut hast, kannst du es mir sagen. Ich nehme mir auch manchmal Sachen, die mir nicht gehören. Ich weiß, jeder weiß das. Aber ich habe ihn nicht geklaut, Alter. Ich habe ihn von dem Penner, der in meiner Gegend lebt. Dann würde ich sagen, der mag dich. Das war echt seltsam. Der Typ war verrückt, sage ich dir. Hat nicht aufgehört, davon zu reden, wie der Ring sein Leben ruiniert hat. Meinte, er sei verflucht und würde die Welt vernichten. Vielleicht meint er das als eine Art Metapher. Alter, du hast ihm einfach ein paar Doritos gegeben und er dir dafür den Ring? Der mag dich definitiv. Mann, Randall, der Punkt ist, ich habe ihn dann zu einem anderen Kerl gebracht. Und der meinte, das ist 780,563 karätiges Gold. Und irgendwie ist das Ding auch noch Saphir-Rubin-Smaragd beschichtet. Glas schneiden und Autos kurzschließen kann's auch noch. Echt? Praktisch. Kann ich mal haben? Alter, du bist mein bester Freund. Deswegen bist du ja hier. Aber nie im Leben lasse ich diesen Ring in die Nähe deiner kleptomanischen Pfoten. Das mit dem Robotaschenrechner-Zwischenfall wirst du mir ewig vorhalten, oder? Wir waren doch noch Kinder. Nein, ich will nicht, dass jemand diesen Ring anfasst. Ist ja gut. Ich bin sicher, sie wird ihn lieben. Sieht echt schick aus. Schick? Schick? Dieser Ring ist besser als schick. Er ist fantastisch. Er ist der wundervollste Ring der Welt. Je länger ich ihn ansehe, desto eher möchte ich ihn ganz für mich. Was willst du ganz für dich? Dich, mein Schatz. Nur dich. Oh, naja. Hier hätten wir es, Jungs. Letzte Runde. Letzte Runde, ja, klar. Überall Müll, soweit das Auge sehen kann, das ist ein großes Problem. Das buchstäblich anfängt zu stinken. Ich fürchte, irgendwas wird über mich herfallen, wenn ich seiner Tür zu nahe komme. Ich würde echt wetten, er ist tot. Nein, Alter, ich sag es dir doch. Ja, grunzt, um sich zu verständigen. Jungs, wir feiern hier unsere Verlobung. Warum reden wir schon wieder über Randalls Mitbewohner? Keine Sorge, Liebling. Der Freak ist tot. Wo heiratet ihr eigentlich? Ich hab St. Gilbert wirklich gern, aber Matt hat gehört, sie haben einen dreiköpfigen Affen in den Katakomben begraben. Das macht die Kirche irgendwie gruselig. Echt? Ich kann an gar nichts anderes mehr denken. Ihr erinnert mich an ein paar alkoholkranke Hamster, die ich in meiner Schulzeit hatte. Die hatten ein langes Leben.
Weißt du noch, Matt? Ich hoffe mal, wir enden nicht wie diese armen Nager. Alter, mach mir jetzt kein schlechtes Gewissen deswegen. Ich habe keine Ahnung, wie die in den Ofen geraten sind. What? Vermutlich waren sie benommen und verwirrt von all dem Stress und Alkohol. Mögen sie in Frieden ruhen. Ich hab genug für heute. Was? Schatz, du sollst es für heute auch gut sein lassen. Ich? Wieso? Matt! Ich find's einfach nicht gut, wenn jedes deine Augen gleichzeitig in eine andere Richtung will. Ich glaube nicht gesund. Ich find das total gut. Im Ernst, Matt. Es ist genug für heute. Das war guter Rülps. Er ist okay. Er ist okay. Siehst du? Alles okay, Sally. Toll. Randall, kannst du mal nach ihm sehen? Ich habe keine Lust, mir noch ein paar Schuhe zu ruinieren. Klar. Die abgestandene Luft mit ihrer dezenten Kotznote macht mir eh Kopfschmerzen. Etwas frische Luft mit Kotznote tut mir sicher gut. Hoffentlich geht er erst mit dem Alkohol nach der Hochzeit etwas ruhiger an. Nope. Oh, klar, sicher nicht. Nach ein oder zwei Monaten auf Hochzeitshai wird er was Stärkeres brauchen. Heroin, Meth oder so. Alles klar, Leute. Ich hoffe, ich bin mal gespannt, meine ich, wie lange ich brauchen werde, um das hier so weit zu spielen, wie ich halt die 2 Stunden vorher hatte. Ich hatte vorher 2 Stunden circa gebraucht. Ich gehe irgendwie 1 Stunde 55 oder so. Mal sehen, wie lange ich jetzt brauche bis zu dem Punkt. Die Bilder hier drin sind mir ein Rätsel. Die nehme ich nicht mit. Ich lasse natürlich, wie gesagt, die ganzen Dialoge und so da und klicke trotzdem vieles an. Die sehen beschäftigt aus. Ich störe mal lieber nicht. Ein paar schöne Billardstöcke. Bevor Eleni besorgt hat, haben wir mit den Füßen gespielt. War ehrlich gesagt ganz schön schwierig. Nicht der richtige Zeitpunkt. Mit Füßen? Das ist die Spielkugel. Die wichtigste überhaupt. Die, die ich am wenigsten hasse. Die weiße. Solange der nicht bewusstlos ist, lässt er mir das nie durchgehen. Ein alter Billardtisch. Mitnehmen. Nicht jetzt. Hm. Das ist Pater Roy. Eine lebende Legende. Was geht, Padre? Wie immer eine echte Stimmungskanone, hä? Gesprächiger Kerl. Der arme Charlie, den sollte ich nicht stören. Der meditiert. So sieht's zumindest aus. Den störe ich lieber nicht. Jedenfalls noch nicht. Hm. Ach, die Toilette muss ich gerade nicht. Ja, eigentlich schon. Das hier ist nur der Prolog, also lass uns mal zur Sache kommen. Okay, okay. Hm. Er sieht aus wie ein Roadie von so einer Soft-Metal-Band. Hm, ich wüsste nicht, was ich sagen soll. Oh Manu. Die Ärmste. Sie scheint einfach nicht zu verstehen, dass es Matts Schicksal ist, zu trinken, bis schlimme Dinge passieren. Ach schon, Randall. Sieh nach, ob er schon die ganze Gasse mit seinen Innereien angemalt hat. Darf ich vorher nach Hause meinen Hazmat anzuholen? Glaube nicht. Ein paar von den Flaschen sehen echt komisch aus. Würde ich gern, aber ich komme nicht ran. Die konserviert man in Formaldehyd? Mann, wenn die ausbrechen, die bringen uns alle um. Übel, übel. Übel. Wenn ich das runterschmeiße, das wäre echt ultra übel. Ultra übel, Power. Contra oder Probotector? Das ist hier die Frage. Ich brauche gerade keine Streuwaffe. Doch, doch. Oh Gott. Immer wenn sie in der Nähe ist, sträuben sich mir die Nackenhaare. Ich hoffe ja immer, dass das meine Spinnensinne sind, die mir sagen, dass Green Goblin in der Nähe ist. Aber nö, ist immer nur sie. Ist immer nur sie. Wie geht's, Selene? Viel besser jetzt, wo du hier bist. Das ist schön. Bin nämlich hier, um dir zu sagen, dass da ein Geschenk für dich in der Gasse wartet. Ist von Matt. Ja, yeah, lecker. Das ist ein Geschenk. Oh, na toll. Weiß dein Freund SpongeMatt nicht, wann er genug hat?
Das eine Mal, als wir klein waren. Ach warte, da hat er auch gekotzt. Er nimmt niemals ohne zu geben. Naja, da war dieses eine Mal, als wir noch klein waren. Ah, warte, da hat er auch gekotzt. Ist das so? Okay, aber was anderes. Willst du mal was unternehmen? Was unternehmen? Mit wem? Habt ihr eine neue Bedienung? Ist sie heiß? Hat sie einen Freund? Steht sie auf mich? Könnte sie mich im Arm drücken, Flagen? Nein, wir haben keine neue. Also, was dann? Möchtest du vielleicht mal mit mir ausgehen? Du hast eine hübsche Stimme, aber... Ja, weißt du, ich glaube nicht, dass ich gerade bereit für eine Beziehung bin. Oh, das ist... Okay, keine Sorge. Ich sehe dich dann. Egal, welche der drei Antwortmöglichkeiten wir genommen hätten, er hätte immer gesagt, ich hätte keine Zeit für eine Beziehung oder keine Lust auf eine Beziehung oder so. Dann gehen wir mal raus zu Matt. Ja, ein klassischer Matt. Oh mein Gott, der unglaubliche Matt setzt seine furchtbare Mutantenkraft in aller Öffentlichkeit ein. Wenigstens kotzt du nicht mehr, während du auf dem Rücken liegst. Man wird halt erwachsen. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir den genannt haben. Kaum zu glauben, oder? Warte, ich glaube, ich hab's. Dr. Griffins Vollmaske? Weit weg, Alter. Mann, scheiße. Was war's denn? Vesuvius Matt. Vesuvius Matt. Fesselt jeden. Genau. Da war was. Alter, du weißt, was ich davon halte, wenn du so viel trinkst. Ich weiß, Alter. Die Party ist keine Party, solange Matt Griffin nicht im Strahl kotzt. Ich sag's. Genau. Aber ich mach mir auch irgendwie Sorgen um dich. Du kaust dein Essen gar nicht mehr richtig. Ich hab da eben einen ganzen Nugget gesehen. Oh, Alter. Ich habe ja neulich diese Doku über Tauben gesehen und ich sag dir, die sind uns weit voraus. Die schlucken einfach alles runter und lassen ihren Magen den Rest erledigen. Naja, dafür hängen sie auch auf Strommasten rum und scheißen Leuten auf den Kopf. Machst du sowas auch? Sieh mal mit, ich versauf mein Gehalt so gern wie jeder andere, aber... Könntest du vielleicht mal etwas Selbstbeherrschung zeigen? Ich weiß, Alter. Das Leben hat mir heute eine wertvolle Lektion erteilt. Echt? Welche denn? Prüf erst nach, ob da ein Obdachloser ist, bevor du hinter einen Müllcontainer kotzt. Wie angepisst ist Sally? Ach komm, sie sorgt sich einfach um dich. Ich wiederum sehe dich jeden Tag dem Tod ins Gesicht lachen. Und glaub mir, der Tod ist derjenige, der echt angepisst von dir sein muss. Okay, ich glaube, ich bin hier fertig. Bereit für eine Umarmung? Matt, ich will dich nicht mal umarmen, wenn du nicht vollgekotzt bist. Warum sollte ich das jetzt wollen? Ja, ich weiß schon, wie du tickst. Erstens keine Umarmung, zweitens nichts wird geteilt und drittens nicht mit Fremden reden. Und das Wichtigste hast du vergessen. Kein Verändern des Raum-Zeit-Kontinuums. Okay, Ladies and Gentlemen, Vesuvius Matt ist wieder auf den Beinen. Mir nach, Randall, und versuch dran zu bleiben, denn diese Nacht wird zur Legende. Oh yeah. Matt, du hast... Einfach einstecken. Ah. Was ist ein Esel? Hast du gehört, Randall? Ich glaube, er ist da. Beeil dich! Hey, Schatz, mir geht schon viel besser. Großartig! Dann kannst du mir ja erklären, was die Frau hier mit dem Tier auf meiner Verlobungsparty will. Ja, also, hör mal, Liebling, ich, Matt, bitte nicht jetzt. Ist das ein Esel? Meine Damen und Herren, es ist mir eine Ehre, Ihnen zu verkünden, dass der
Esel angekommen ist. Ja, es ist ein Esel. Genießen wir die Magie dieses Augenblicks. Warum ein Esel? Was? Randall's Monday. Oh yeah. Ich hab einen Esel.